An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin 55 Jahre alt, von Beruf Steuerberater, komme hier aus dem Erbstummtal, wohne in Wuda van Roda, habe zwei Büros, einmal in Thal und einmal in Wandersleben. Habe ja auch gesagt, habe noch eine Tennishalle in Thal und bin auch Präsident vom TC Rula und seit 2015 in der AfD, auch jetzt inzwischen im Landesvorstand. Warum bin ich in die AfD eingetreten? Haben mich schon viele gefragt, haben gesagt, wie kannst du denn in die AfD eintreten? Ja? Ich sage gerade deswegen, weil du fragst. Ja? Weil wir haben vielmals schon das Vorurteil, dass man sagt, die AfD hat erstmal nur ein Thema, Flüchtlinge. Sonst haben sie kein Programm. Und in der AfD sind ja nur Mitglieder, die sich irgendwo in der Gesellschaft nicht gut aufgehoben gefühlt haben, die jetzt irgendwo versuchen, da Protest zu machen. Also ich habe mich bisher, glaube ich, ganz gut aufgehoben gefühlt, bis 2015. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss man auch was machen. Wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie, eigentlich leben wir in einer Demokratie, ob es immer so ist, nach meinen Eingangsworten hat man so gewisse Zweifel inzwischen. In einer Demokratie wird vieles eben über Parteien entschieden. Deswegen muss man, wenn man was verändern will, auch in einer Partei aktiv werden. Deswegen bin ich in der AfD aktiv geworden. Als ich 2015 eingetreten bin, hat mich natürlich auch diese ganze Flüchtlingsproblematik aufgeregt, aber es waren auch viele andere Sachen, die mich aufgeregt haben. Mandanten, die an mich herantreten, ich kenne viele Leute, die, ich sag mal, in Altersarmut leben, das gibt es hier in Deutschland leider auch, Kinder- und Altersarmut in unserem reichen Deutschland gibt es durchaus. Und ich denke mal, da habe ich mir einfach Gedanken gemacht, da musst du was tun. Da musst du in eine Partei gehen, wo du dich wiederfindest. Und da habe ich mir wirklich intensiv damals auch das Programm angeschaut von der AfD und habe viele Punkte gefunden, wo ich sagen kann, da bin ich 100% dahinter. Und wir haben in unserem Programm in vielen Punkten auch ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Das heißt, wir haben Punkte, die in keinem anderen Wahlprogramm einer anderen Partei wiederzufinden sind, auch nicht im Ansatz. Ich will nur mal ein paar Punkte heute ganz kurz ansprechen. Wie gesagt, meine Zeit ist ja heute begrenzt. Familienpolitik ist für uns ganz wichtig, ja? Weil wir haben eine ganz andere Meinung. Wir sind nicht der Meinung, dass durch Zuwanderung oder durch Flüchtlinge gar das demokratische Problem in Deutschland gelöst wird. Das ist keinesfalls so. Wir müssen in unsere Jugend investieren, in unsere Kinder, in unsere Familie müssen wir investieren. Das ist unsere Zukunft, nicht Zuwanderer aus anderen Ländern, die ganz andere Interessen haben als wir hier in Deutschland. Das kann nicht unsere Zukunft sein. Ich bin selbst Arbeitgeber, ich habe bei mir im Büro nur Frauen, das ist berufsbedingt, ist das so. Und da habe ich auch diese Probleme immer kennengelernt, was passiert, wenn ich schwanger werde, wie komme ich wieder in den Beruf rein. Und das ist, denke ich mal, ein großes Problem bei vielen Familien, auch gerade bei Alleinstehenden. Ich lebe selber seit 2 Jahren mit einer alleinstehenden Frau zusammen, mit 2 Kindern. Ich weiß, wie das ist, dass das ein ganz schwerer Stand ist und deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir Frauen mit Kindern und auch Familien mit Kindern unterstützen. Und da haben wir uns einige Sachen ausgedacht, Familiensplitting, das entlastet im Prinzip die Steuerzahler, das heißt also jemand, der Arbeit und Beruf und Kind oder Familie noch versucht, unter einen Hut zu bekommen, das soll deutlich steuerlich entlastet werden im Verhältnis zu den jetzigen Verhältnissen. Einige Parteien hängen sich jetzt so mit dran, ja, aber das Wort Familiensplitting, das haben wir jetzt nicht erfunden, das kommt aus Frankreich und dort wird das seit vielen Jahren erfolgreich angewendet. Ja, wir können auch mal von unseren Nachbarn lernen. Dann haben wir einige andere Maßnahmen wie Familiendarlehen, das kennen die eingestammten DDR-Bürger noch, da gab es mal ein zinsloses Darlehen und mit jedem Kind, was sie bekommen haben, wurde das Darlehen teilweise gedeckt. Das steht bei uns im Programm. Ja, und wir wollen auch, was auch ganz wichtig ist, viel mehr die Kindererziehung auch bei der Rente berücksichtigen. Frauen, die Kinder erziehen, die müssen ganz einfach bei der Rente das auch zu spüren bekommen und nicht einen Nachteil dadurch haben, dass sie Kinder erzogen haben, dass sie dann weniger Rente bekommen. Das ist ein Irrsinn, ja, in Deutschland. Die andere Kategorie, genau das Gegenteil, wir haben über Kinder, kann man über Renten sprechen. Ich habe selber, aus meiner Familie weiß ich selber, dass
viele Leute in Deutschland mit einer ganz niedrigen Rente auskommen müssen. Ja, eine Rente, die am Existenzminimum liegt. Und das ist aus meiner Sicht, ich sage, entschuldigen Sie das Wort, eine Riesenschweinerei, weil die Rentner haben 40 Jahre gearbeitet und haben dann nicht genug Geld, um ihren Lebensunterhalt angemessen zu bestreiten. Ich habe im Juni, da waren auch einige von, Christoph, du warst mit, ne? Da waren wir bei Christoph Hürde, einem meiner Gegenkandidaten von der CDU, beim Bürgerstammtisch. Da habe ich ihm genau das vorgeworfen, weil die CDU wirbt ja mit dem Spruch, es ging Deutschland noch nicht so gut wie heute. Das ist ja ihr Wahlspruch, ja. Aber sie vergessen dabei, dass es viele gibt, die durch dieses Sieb durchfallen, denen es nicht so sehr gut geht. Ja, das vergessen die. Und da habe ich dir zum Beispiel genannt, dass eine Familie, also ein Rentner-Ehepaar, weniger als 1.000 Euro hat. Ja, und sie gerade mit Sieb damit Haus, Miete und ein bisschen Lebensunterhalt leisten können, nicht mehr. Seine Antwort war, wer zu wenig Rente bekommt, kann ja zum Sozialamt gehen und kann sich dort einen Aufstockungsbetrag holen. Was ist denn das für eine Logik, dass jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat, gleichgestellt wird mit jemandem, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, dasselbe bekommen soll, wie jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat. Herr Möller, das ist CDU-Logik. Ja? Man muss 40 Jahre arbeiten, dann muss man zum Sozialamt gehen, muss man einen Aufstockungsbetrag beantragen, damit man dasselbe Geld bekommt, was ein Flüchtling jetzt bekommt, der noch nie in Deutschland gearbeitet hat. Das ist CDU-Logik. Entschuldigung. Deswegen wollen wir das Rentensystem komplett umkappen. Wir wollen, dass auch alle in das Rentensystem einzahlen. Auch Beamte, auch Politiker. Ja? Wir sind ein Volk, da kann es nicht zweierlei Rechte im Rentenrecht geben. Da kann es nicht sein, dass jemand, ohne etwas jemals eingezahlt zu bekommen zu haben, mehr Rente bekommt, als jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat. Das ist ein Unding in Deutschland. Und deswegen muss, um diese Sache zu überbrücken, muss eine Pflichtzuführung aus dem Steuerhaushalt erhalten. Wenn wir 30 Milliarden im Jahr übrig haben, um Flüchtlinge zu unterstützen, dann sind diese 30 Milliarden bei unseren Rentnern, glaube ich, mal 10-mal besser aufgehoben als hier für dieses Programm. Was ich auch überhaupt nicht verstehe, wie gesagt, als Steuerberater nicht verstehe, dass man für Renten auch noch Steuern bezahlen muss. Das hat vielleicht der ein oder andere noch gar nicht gemerkt. Ja, das wird aber zukünftig noch viel mehr werden, weil der Ertragsanteil immer mehr steigt. Das heißt, sie zahlen in die Rente ein, dann bekommen sie eine Rente und zahlen dafür noch Steuern. Das ist Irrsinn, ja, was hier in Deutschland nicht nur im Steuerrecht, sondern auch im Sozialrecht passiert. Und deswegen muss hier einiges vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wenn man 3 Jahre Minister ist und eine Pension von 5.000 Euro bekommt, dann müsste man sich gar nicht schämen, hier in Deutschland zu leben. Das sage ich jetzt auch mal. Ich habe auch schon viele Vorträge gehabt. Wir hatten Informationsveranstaltungen bei der IHK, bei Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Da hat zum Beispiel auch ganz große Rolle gespielt, Bürokratieabbau. Das betrifft Sie als Privatperson ja auch, aber viele Unternehmer noch viel mehr. Ich betreue ja vorwiegend kleine und mittlere Unternehmer. Und die stöhnen unter dieser ganzen Last von Statistiken, von Abgaben, von irgendwelchen Informationen oder Fragebögen, die sie ständig ausfüllen müssen. Und das, denke mal, lässt sich in Deutschland, in der digitalen Welt Deutschlands ganz anders lösen. Und zu diesem Thema passt auch eins meiner Lieblingsthemen, Rundfunkbeitrag, GEZ. Ja. Jeder von Ihnen, der jetzt eine Wohnung hat, egal ob er die ARD und ZDF guckt, ich gucke mir das nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ja einen Beitrag bezahlen. Und was da noch darüber wegkommt, was vielleicht viele nicht wissen, jeder Kleinunternehmer, egal ob er 10, 100 oder gar keinen Beschäftigten hat, muss für jede Betriebsstätte auch noch einen GEZ-Beitrag bezahlen. Ich weiß nicht, was die Leute sich dort denken, dass ein Handwerker mit 2 Angestellten Zeit hat, während seiner Arbeitszeit Radio zu hören und Fernsehen zu gucken. Also wie sich das begründet, entzieht sich meiner Kenntnis. Deswegen wollen wir, ich sprach von Alleinstellungsmerkmal, wir sind die einzige Partei, die reinschreibt ins Programm, wir wollen den Rundfunkbeitrag abschaffen. Wenn ein Bundesland hier in Deutschland irgendwann mal eine AfD-Regierung haben wird, dann wird dieser Rundfunkstaatsvertrag gekündigt und dann wird dieses System ARD und ZDF zusammenbrechen.
Ich sagte, wir sind nicht so leer, aber wenn man sieht, dass 8 Milliarden Euro im Jahr an GEZ-Beiträgen entstehen, das ist im Prinzip das, was der gesamte Thüringer Haushalt ausmacht. Das ist das, was im Prinzip die GEZ bekommt. Und die Angestellten der Rundfunkanstalten haben einen Durchschnittsverdienst von 9.000 Euro. 9.000 Euro von der Putzfrau bis zum Vorstandschef. Es gibt, glaube ich, keinen Betrieb in Deutschland, der einen Durchschnittsverdienst von 9.000 Euro hat. Ich denke mal, da ist viel Luft nach unten. Man wird ja jetzt gerade diskutiert, den Rundfunkbeitrag noch zu erhöhen. Also das, denke ich mal, das sollte man auch mal auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren. Wir haben in unserem Programm auch, glaube ich, als einzige Partei, dass wir gegen Berufspolitikertum und Steuerverschwendung auftreten. Eines meiner Plakate hat auch diese Aufschrift. Wir wollen die Parlamente verkleinern. Der Bundestag wird immer größer durch immer neue Regeln mit Überhang und Ausgleichsmandaten XY. Wird der Bundestag immer größer und kostet der Bevölkerung auch immer mehr Geld. Das ist, denke ich mal, nicht notwendig. Der Bundestag lässt sich wesentlich reduzieren und auch die Landtage lassen sich wesentlich reduzieren. Wir sind zum Beispiel auch für die Begrenzung der Amtszeit. Bundeskanzler maximal 2 Perioden, Abgeordnete maximal 3 Perioden. Das reicht. Und wir sind ja auch für die Einführung eines Straftatbestandes der Steuerverschwendung im Strafgesetzbuch. Solche Sachen wie im Berliner Flughafen, dass sich 4 Bürgermeister oder Präsidenten von Brandenburg daran versuchen, einen Flughafen zu bauen und immer mehr Milliarden verschwinden, Steuergelder verschwinden. Das kann nicht sein. Politiker müssen genauso handeln wie Unternehmer. Und wenn sie Scheiße bauen, sage ich auf Deutschland, dann müssen sie auch haftbar gemacht werden für das, was sie dort anstellen. Deswegen bitte ich Sie ganz einfach, gehen Sie am 24. September zur Wahl, nehmen Sie Ihr Recht Wahl, machen Sie beide Stimmen für die AfD, nicht nur die Zweitstimme, die ist wichtiger noch, weil darum geht es ja, wie viele Mandate wir haben, aber geben Sie mir auch gerne die Erststimme, würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, holt ihr dein Land zurück. Dankeschön.